Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Apollodoros Anwesen. Wir haben hier jemanden, der jemand anderen sucht und wir quatschen mal mit ihm. Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer, ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Alles klar, das Wiesel. Vielleicht folgen wir dann erstmal kurz dem Auftrag. Klingt nach etwas, was man auf die Schnelle erledigen könnte. Ja, ansonsten können wir tatsächlich schon die Reise antreten zu den vier ganz, ganz großen Bossen der Hauptquest. Und wir würden als erstes nach Saïs reisen, weil das eine Mission ist, wo wir skillmäßig... Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? ...am nächsten dran sind. Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Ich würde sagen, aus einem Behälter. Oh je. Noch frisch. So ein Chaos. Da liegt nun ein Beil oder so. Siehst du das nicht? Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Okay, da schon mal nicht. Hey, Kätzchen. Kannst du uns einen Tipp geben oder folgst du uns einfach nur? Okay, hier haben wir nichts. Vielleicht mal nach ganz oben. Okay, Moment, da kann man sich trotzdem fallen lassen. Das Geländer gab nach und jemand fiel herunter. Aber wo ist die Leiche? Hier eventuell? Ja. Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Oh je. Arme Ruya. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien. In Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. So, das ist wahrscheinlich Gemeinwohl. Gemeingut. So. Kollege, wir haben da jemanden. Bei den Göttern. Ruya. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes... Okay, ist Dymnos ein Verräter? Du bist ein Gefilde der Binsen wandeln. Dymnos, ich suche nach Ruya. Was sollte mich diese Bäuerin kümmern? Sag du's mir. Sie hatte dein Abzeichen. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich.
Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruja. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! Alles klar. Ja, genau. Mejai, hol deine Waffe lieber mal raus, Bayek. Denn er hat sich einmal treffen lassen, ohne dass ich was machen konnte. Ja, komm. Autsch. Ich wollte eigentlich nur ausweichen. Auf B fände ich das Ausweichen ein bisschen angenehmer. Aber daran gewöhnt man sich. Gewöhn du dich mal daran. Hm. Das muss der Brief sein. Tja, mein Lieber. Kommt davon, wenn du dich mit Bayek anlegst. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Der Brief enthält wichtige Informationen für Apollodoros. Ich sehe zu, dass er ihn bekommt. Wir alle müssen helfen, Kleopatras Plan zu unterstützen. Nur sie schert sich um die Menschen Ägyptens. Alles klar. Dafür gab es sogar 1000 Erfahrungspunkte. Das wird uns auf unserem weiteren Weg sehr begleiten. Und außerdem haben wir hier ein bisschen was plündern können. Moment. Ach so, gut. Nur Munition. Dann schauen wir mal, ob wir hier neue Waffen eventuell bekommen. Ein guter Bogen wäre mal ganz geil. Ja, leichte Bögen hatten wir ja schon oft. Eventuell mal aufrüsten. So, wie viel Schaden machen wir denn dann? Ja, auf jeden Fall deutlich mehr. 170 pro Sekunde. Das hat jetzt aber sehr viel gekostet. So, vielleicht mal was verkaufen. Ach, das Vögelchen. Ach, sowas finde ich sehr, sehr nett. Vielleicht mal ein Bronzeschild verkaufen, Stufe 7. Braucht man nicht unbedingt. Bis bald. Jo, mach's gut. Gut, ansonsten können wir mal unser aktuelles Schild ändern, denn wir haben ein deutlich besseres. Ein Bronzeschild haben wir ja gerade bekommen. Und ansonsten könnte man mal auch gern auf die Jagd gehen. Ich glaube, das würde uns auch mal ein bisschen weiterhelfen, wenn wir unsere Rüstung ein bisschen verbessern. Einfach, um nicht so viel Leben zu verlieren. So, und ich kann mal kurz die Hände vom Controller nehmen, bisschen die Finger durchstrecken. Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Wow. Du rufst die Banditen zurück. Ist er das? Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat deinen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Alles klar. Oh nein, das Nilpferd.
Warum kann ich es nicht auf den Boden legen? Ah, okay, Moment. Das muss halt exakt hier sein. Hm. Armer Vetter. Ist er das? Also sie kann aber, glaube ich, auch nichts anderes sagen. Leute, tut mir leid. Nicht Meketre. Wir müssen echt viele schlechte Nachrichten überbringen. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen. Aber die Bestien sind mir... Ja. Also komm, hierfür muss man kein Assassinenmeister sein, dass man hier... Okay, für den einen schon vielleicht. Zumindest wenn die alle so darauf zugelaufen kommen. Okay, alles ist gut. Könnt einfach weiter futtern. Alles klar, du wurdest entdeckt von einem Nilpferd, was gerade sieht, dass du wegrennst. Hm. Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Okay, der eine wird vielleicht auf uns aufmerksam. Nee, der sieht uns auch nicht. Die beiden, die sich gegenüberstehen, da hätte der eine, der hier hingeguckt hat, uns bemerken können. Betonung liegt auf hätte. Ich liebe den Konjunktiv. Super, weiter geht's. Der verhindert nämlich so schöne, unangenehme Situationen. Alles klar, der Arm geht hier einfach mal durch. Der letzte, glaube ich. Tut mir leid, Leute. War nicht dabei. Und hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Was soll ich jetzt tun? Alles klar. Komm her, Kleiner. Moment, hier können wir noch mal reden mit ihr. Werde ich meinen geliebten Meketre je wiedersehen? Ruhig, Nebet. Wir wissen nicht, ob er schon im Jenseits weilt. Ich befürchte irgendwie schon. Aber hoffen wir das Beste. So, ein, zwei Nebenquests kann man immer wieder einstreuen, glaube ich, damit man sich ein bisschen hochlevelt. Nomos Neret Mehetet. Alles klar, ein bisschen ägyptisch lernen wir also auch. Okay, wehe, die sind alle gegen uns. Ah, nee. Das Banditenlager ist da unten.
Okay, alles klar. Spontan würde ich sagen, kann man eigentlich von oben ein bisschen runterjumpen. Okay, da links scheint jemand zu sein. Wenn ich diesen weißen Schimmer richtig deute. Hä, von wo? Ich sehe den Typen nicht. Alles klar. Da. Testen wir mal unseren neuen Bogen aus. Oh Mann, das sind echt viele. Okay, Moment. Vielleicht hilft in dieser Situation der Sandwall. Keine Munition mehr. Alles klar. Okay, jetzt würde ich zum Beispiel gern schnell den Bogen wechseln. An dir lerne ich mal gerade das Parieren. Jawohl. Falsche Wortwahl. So, das geheime Lager. Eine kleine Zusatzinfo. Okay, überall noch ein bisschen was plündern. Die haben ja fast gar nichts. Was sind das für schlechte Banditen? Ach, da ist der Schatz. Ich hol dich da raus. Oh, Sichelschwert. Ach so, klar. Schnell, die Banditen vermehren sich wie Karnickel.
Also mittlerweile muss ich sagen, komme ich mit dem Kampfsystem auch viel besser zurecht. Vor allem, wenn jetzt nicht 10 gleichzeitig auf einen zugerannt kommen. Sondern vielleicht nur 2 oder 3 immer wieder. Okay, gut, der bleibt hinter uns. Bleibt es jetzt als Sperrgebiet markiert? Okay, aber es ist ausgegraut. Jetzt mal auf die allgemeinen Symbole schauen. Also wenn das hier nicht wäre, sowas, dann wäre das, glaube ich, sogar relativ übersichtlich, ne? Weil dann würden die Orte markiert sein. Ich zoome mal rein. Okay, dann haben wir hier noch die Schnellreisepunkte, diese Dingens. Okay, hier haben wir noch Nebenquests. Der Außenseiter, was auch immer das ist. Gut, hier haben wir so ein paar Rätsel noch, aber ansonsten ist es relativ übersichtlich. Königlicher Palast haben wir ja außerdem noch. Also eigentlich fast nur Orte. Man muss schon sagen, ach und Schmied und Weber und so. Also Geschäfte, die einfach markiert sind. Okay, und da können wir ein bisschen Kohle verdienen. Eine Ptolemaios-Statue. Okay, also es ist sogar relativ übersichtlich. Es ist nicht 100% übersichtlich, so wie ich es mir wünschen würde, aber es sind relativ wenige Symbole. Danke. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gerne. Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Homer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Okay, wehe, die haben jetzt mit uns ein Problem. Okay, gut. Ich dachte schon für einen Moment. Oh je. Oh je, ich wollte gerade ausweichen. Hartes Leder haben wir bekommen. Komm her, Kleiner. Weiter geht's. So, warum befreist du mich? Ja, für die Erfahrungspunkte, Mann. Warum denn sonst? Ne, Quatsch. Ich find's eigentlich ganz schön. Die Welt wirkt dadurch auch eigentlich relativ lebendig. Nein! Die großen Hungrigen werden uns alle töten! Es ist natürlich alles geskriptet und so. Aber ich find's ganz cool. Oh mein Gott. Autsch! Alter Schwede. Okay, mit einem Hit. Alter, komm. Also, als ob du nicht bei 3 oder 4 Pfeilen, die angeschossen kommen. Wenigstens kurz mal zurückschrecken würdest. Okay. Alles klar. Viel zu viele Gegner gerade. Ja, komm her, Faust. Das Buch war ziemlich cool. Du bist es eher nicht. Komm her. Der verliert kaum Leben. Oh Gott. Sind das diese starken Gegner, vor denen wir so ein bisschen auch gewarnt wurden? Was können wir denn nehmen? Ein Bronzeknüppel.
Knochenbrecher. Ey, greif jetzt nicht. Wow. Du bist so ein dummes Tier. Hör auf. Alter, ist das dein Ernst? Oh Gott. Oh Mann, jetzt sind's... Ja, komm. Also, wenn die ganze Welt irgendwie gegen uns kämpft, kann ich auch nichts mehr machen. Ja, sehr schön. Alle abgelenkt. So, vielleicht mal hier diesen einen feigen Bogenschützen wegholen. Wo ist der? So, oder das Dorf mal verteidigen. Wo ist unser Beschützer? Warum haben die Götter uns verlassen? Komm mal her. Alter Schwede, das geht ja mega ab. Okay, alles klar. Wenn ich dir also so einen fetten Schwinger gebe, greifst du mich kurz danach an. Okay, das war gut. Oh Mann, wo ist denn Meketre? Ach, da ist er. Ganz kurz. Ist das so ein komischer Kopfgeldjäger-Typi? Okay, er freut sich auf jeden Fall mal. Ich nehme mal an, wir haben jetzt volles Leben. So, ich gehe es ein bisschen taktischer an. Oh mein Gott. Kletter hoch, Mann! Oh, der hat ja auch einen Bogen. Der verliert nichts an Leben. Ist auch in Stufe 22 Gegner, glaube ich. Okay, Moment. Fähigkeiten. Was haben wir hier alles? Angriff und Stoß. Wir haben einen Punkt. Das bringt irgendwie nicht so viel. Brandbomben. Können wir die auch direkt bauen? Okay. Alles klar. Alter Schwede. Okay, ich glaube, da sind wir noch ein paar Level drunter. Ich habe mir zwar gedacht, hey, vielleicht kriegen wir den ja hin. Aber ich glaube, der ist einfach zu stark. Ganz simpel, der Typ ist einfach viel zu stark. Meketre, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha. Okay, ich muss aber sagen, wow, 1500 Erfahrungspunkte. Wow, das ist gut. Ich muss aber sagen, mir gefällt die Waffe. Ich kann es nicht glauben. Die Götter haben uns beschützt. Unfassbar.
Neketra ist wieder zurückgekehrt. Man haut zwar langsamer zu, aber man hat mega fetten Schaden, den man austeilt. Und man benutzt die Waffe einhändig. Das war eigentlich so mein Ursprungsgedanke, warum ich sie nicht benutzen wollte, weil schwere Waffen ja grundsätzlich immer beidhändig getragen werden müssen. Und dann hast du natürlich kein Schild mehr. Neketra lebt! Und er hat den fetten Homer getötet! Die Götter lieben uns! Ja, der soll auch mal Ptolemäus Faust kaputt machen, bitte. Der Typ war nämlich ein ziemlich harter Brocken. Wo ist denn der Typ eigentlich? Okay, zum Glück sieht man die auf der Minimap noch. Ganz kurz, als wir hier gestartet sind. Okay, das Sperrgebiet ist schon fertig, das auch. Okay, Schnellreise nicht verfügbar. Warum, frage ich mich. Oh, hier haben wir auch schon Nebenquests. Der eiserne Widder. Der Fremde. Okay, da sieht man schon so ein bisschen der Berg. Da sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise später hingehen wird. Nicht levelmäßig, sondern ich meine halt auch tatsächlich von den Himmelsrichtungen her. Also ich glaube, im Norden können wir da eher nicht so harte Gegner erwarten, oder? Ja gut, die Frage ist halt, wie viele Gebiete haben wir denn noch im Norden? Nicht so viel, ne? Ja, also Leute, wir haben jetzt noch ein paar Nebenquests gemacht. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt freigeschaltet. Oder ist es der von eben? Haben wir hier die Fähigkeit? Brandbomben, jawohl. Handelsvertreter, können wir auch mal machen eigentlich. Oder sowas wie die Attentatsbeute. Finde ich ganz cool. Brauchen wir 2 Punkte für. Schade. Oder wir nutzen auch mal den Fallsammler. Auch ganz geil. Im Kampf einfach mal immer wieder ein bisschen Nachschub an Munition haben. Ja, an der Stelle aber vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit einem übermächtigen Gegner. Aber ansonsten, haben wir, denke ich mal, ganz gut hier ganz gute Arbeit geleistet. Wenn ihr Spaß hattet und auch Freund von Chaos und Zerstörung seid, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Origins. Macht's gut. Oh nein. Jetzt muss ich hier wieder kämpfen. Okay, wartet. Den Kampf nehmen wir noch rein oder kämpfen die nicht? Okay, die reiten einfach weiter. Gut, dann haut rein.